Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Alex, aka Selector, und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Manga-Erstsendung. Heute mal mit einem etwas, ich sag mal, außergewöhnlicheren Manga, und zwar Beastars, der jetzt bei Kase erschienen ist. Ist sogar zum Start mit einem Einsteiger-Set, wo man die ersten beiden Bände für einen Zehner bekommt. Ansonsten kosten die Bände 7,50 € und erscheinen alle 2 Monate. Und ja, warum ist dieser Manga etwas außergewöhnlich? Ja, ich denke mal, wenn man das Cover schon sieht, kann es wahrscheinlich der ein oder andere schon erahnen. Aber worum geht es genau jetzt in Beastars? Das Cover, denn wie gerade schon erwähnt, man kann den Cover, denke ich mal, entnehmen. Ja, Beastars, das hat irgendwas mit anthropomorphen Tieren zu tun. So ist es auch. Und zwar spielt Beastars in einer Welt, die bevölkert ist von diesen anthropomorphen Tieren, die sie halt da dann in einer Gesellschaft zusammenleben. Eben dabei gibt es natürlich halt Fleischfresser und Pflanzfresser, und da zwischen den beiden gibt es schon so Konflikte, denn es ist unter anderem in dieser Welt ein absolutes Tabu, Fleisch zu fressen. Und im Fokus dieser Geschichte steht halt vor allem die Sheraton-Schule und eben der Charakter Legoshi, dieser Grauwolf, der hier auf dem Cover zu sehen ist. Und ja, viele werden jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, das ist also irgendwie so ein Furry-Manga oder so, à la Zootopia. So ist es mal absolut gar nicht, denn direkt am Anfang des Mangas beginnt, der Manga beginnt so ziemlich mit einem Mord. Und noch vielen weiteren sehr fragwürdigen Themen werden in diesem Manga angesprochen, aber dazu gleich mehr. Das war halt im Wesentlichen jetzt erstmal so grob die Geschichte von Beastars. Und wie gerade schon erwähnt, wie gesagt, viele würden halt denken, oh Gott, Zootopia, The Manga oder Gott weiß was, oder warte, wie hieß er hierzulande, Zoomania? Stimmt, hierzulande hieß er Zoomania, im englischen Raum hieß er Zootopia. Ihr wisst auf jeden Fall, welcher Film, denke ich mal, gemeint ist. Es ist allerdings, Beastars ist halt wirklich gar nichts in die Richtung. Es ist halt hauptsächlich ein Drama und teilweise sehr düster und sehr ernst. Also, wie gesagt, da geht es halt unter anderem um diesen Drang, Fleisch zu essen, allerdings es halt nicht zu können. Eben, dass es Tiere gibt, die sich diesen Drang hingeben und dann eben morden. Und das ist halt nur ein kleiner Bruchteil von dem, wie düster dieser Manga ist. Denn werden teilweise auch Blut oder ähnliches als Aufputschmittel verwendet. Also es ist teilweise wirklich echt nicht ohne. Und diese Thematik ist nicht mal das, was am interessantesten ist. Nee, denn klar, diese düstere Thematik, diese Gesellschaft, klar, die ist schon cool. Vor allem auch sehr cool überlegt. Denn man fragt halt wirklich so, okay, wie genau ist diese Gesellschaft da aufgebaut und so. Aber nee, am interessantesten sind tatsächlich die Charaktere. Und zwar nicht nur Legoshi, sondern einfach sehr viele von den Charakteren, die man in den ersten 2 Bänden kennenlernt, sind überraschend vielschichtig und gut geschrieben. Also man, klar, man kennt es, Manga, man liest ihn erstmal, ja, okay, der Charakter, ja, okay, ich fand in die Art Kategorie zu fallen, ja, hat man so schon mal gesehen, aber ist trotzdem cool. Allerdings bei Beastars, du merkst einfach, bam, die fühlen sich echt an, diese Charaktere. Die haben wirklich Persönlichkeit, wirklich Eigenschaften, die so ein, also mir persönlich fallen spontan nicht wirklich Charaktere ein, die irgendwie auch nur ansatzweise mich an die hier erinnern würden. Und gerade der Hauptcharakter, Legoshi, ist wirklich sehr faszinierend. Also er hat ganz halt so ein bisschen was mysteriös, weil er sich sehr eigen verhält. Und gerade wenn man so seine inneren Konflikte mitbekommt, denn klar, er ist ein Fleischfresser eigentlich, das heißt auch er hat gewisse innere Konflikte und so, merkt man doch, okay, was hat es genommen, beziehungsweise wirklich so, okay, was hat es jetzt mit Legoshi auf sich? Und es bleibt einfach so, also von allen Manga-Neustarts des Jahres finde ich es Legoshi einer der interessantesten Hauptcharaktere des Jahres, wirklich, also ich finde ihn unfassbar faszinierend. Und dabei ist er nicht mal der einzige Faszinierende, auch Louis, dieser, meine ich, der Rothirsch, ist auch ein wirklich interessanter Charakter. Also man merkt wirklich, diese Charaktere, da hat sich jemand hingesetzt und diese wirklich von vorne bis hinten durchdacht, und alle haben sowas Mysteriöses an sich, dass du einfach am liebsten jedem folgen würdest und von jedem Spin-off-Manga hättest. Kriegt man natürlich nicht, aber ich denke mal, ihr versteht, worauf ich hinaus will, dass einfach wirklich jeder Charakter so eigen und so interessant ist. Und auch die Konflikte und diese Problematiken dieser Gesellschaft, wie natürlich
gibt es in so einer Welt halt Mobbing, werden auf eine Art und Weise angesprochen, die halt nicht so bam in your face, das ist böse, 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 sondern es wird eher sehr subtil. Es wird eher subtiler angesprochen und halt nicht so, ja, das ist böse, sondern es zeigt dir einfach so, das passiert da und Punkt. Klar, gibt es da eine gewisse Art von Moral, aber auch diese Moral-Diskussion, so gesehen, in diesem Manga ist interessant, sag ich mal. Eben, wenn ein Fleischfresser den anderen belehrt, als Beispiel, dann ist das halt interessant, weil der belehrende Fleischfresser natürlich so gesehen dieselben Instinkt hat wie der andere. Nur als grobes Beispiel. Es ist einfach alles in allem ein unfassbar spannendes, fesselndes Drama mit einem unglaublich genialen Hauptcharakter, wo ich wirklich schon jetzt Lust habe, mehr zu lesen. Und das Gute ist, es gibt auch viel mehr, weil Beastars hat jetzt in Japan, ich glaube, schon 15 Bände. Also, ja, ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Trotzdem muss ich leider sagen, es ist nicht alles perfekt. Nämlich zunächst mal die Zeichnung. Gerade im ersten Band, fand ich, waren ein, zwei Panels ein bisschen zu skizzen. Haft. Da hatte ich wirklich schon ein, zwei Stellen ein bisschen ein Problem genauer zu erkennen. Allerdings finde ich, da hat man sich im zweiten Band dann, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich unbedingt daran gewöhnt habe oder ob es besser geworden ist, aber auf jeden Fall, das geht relativ schnell. Also lest am besten wirklich direkt beide Bände. Ist gut, es gibt ja auch dieses schöne Einsteiger-Set. Und überzeuge ich selbst. Aber an sich sind die Zeichnungen, wie gesagt, an ein, zwei Stellen ein bisschen skizzhaft, aber eigentlich gar nicht mal schlecht. Also wirklich, es hat einen eigenen Stil. Also du erkennst den Stil von Paru Itagaki wirklich wieder. Das sah man auch, also ich habe auch mal in der Datenbank mir so ein paar der anderen Werke angeguckt, so nach den Covern, habe mir gedacht, ja, das ist Paru Itagaki. Also man erkennt es wirklich. Und das ist schon mal, das ist wiederum was sehr Positives, wenn man den Zeichenstil wirklich einem Mangaka auch wieder zuordnen kann. Der zweite Kritikpunkt hat nur semi was mit Manga per se zu tun, sondern es geht sich tatsächlich um den Preis, weil ich muss sagen, 7,50 € für Beastars, es ist teuer. Klar, man hat das Einsteiger-Set, womit Leute eher gewillt sind, mal reinzukommen, weil man sich immer Leute wahrscheinlich denken, ach komm, für 5 € pro Band kann man ja mal reingucken. Und allerdings für andere wirkt es trotzdem wahrscheinlich auf längere Frist abschrecken, wenn sie denken, irgendwas mit anthropomorphen Tieren, weiß ja nicht, weil dann 7,50 € und vor allem, ja, der Manga-Material, okay, ist ganz okay, Coververedelung, nicht wirklich, es hat auch keine Farben, deswegen, ich finde, 7 € hätten eher getan, weil bei 7,50 €, finde ich, hätte man schon eine Farbseite oder so reinklatschen können, aber gut. Ist halt Kaseys Entscheidung. Ich wünsche mir halt einfach nur, dass dieser Manga doch erfolgreich ist. Interessanterweise sehe ich halt auch gerade, dieser Manga wird als Action-Manga deklariert. Hätte ich persönlich zum Beispiel gar nicht gemacht. Weil das ist, finde ich, eher einfach Drama oder so. Aber gut, man weiß ja, wie deutsche Verlage sind. Ich meine, es gibt genug Verlage, die trennen nicht mal zwischen Fantasy oder Science Fiction. Dann steht da einfach Fantasy-Schrägstrich Science Fiction auf dem Buch hinten drauf. Man sich auch nur denkt, das sind halt komplette Gegenteile, aber ne, deutsche Verläge. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum Fazit. Und zwar Beastars ist ein unfassbar geiler Mann. Also Band 1 war noch so, ja, ist schon geil, aber Band 2. Oh Junge, gerade da gegen Ende, für Leute, die Bände schon gelesen haben, werden es, denke ich mal, wissen, was ich meine. Gerade diese Szene am Ende mit der Bühne. Oh Junge. Wirklich hammergeil. Deswegen, spätestens ab dem Punkt war ich halt komplett gehuckt. Leider Gottes habe ich aber ein bisschen Angst, dass Beastars so auf Deutsch ein bisschen untergehen wird, weil, ja, der Otto-Normalverbraucher wird denken, oh Gott, das ist ein Furry-Manga, nee, bleibt mir bloß weg damit. Und die Furry-Leute werden wahrscheinlich enttäuscht sein, wenn sie ihn lesen, weil sie wahrscheinlich andere Sachen erwarten und nicht ein wirklich unfassbar spannendes Drama. Deswegen wirklich, bitte gib Beastars eine Chance. Das Ding bockt total. Es ist mal was anderes. Es ist sehr ernst, aber auf eine coole Art und Weise. Und trotzdem immer mal wieder auch wirklich überraschend. Ja, lustig. Es ist einfach so ein schöner Mischmasch mit so einer
coolen Zeichnungen. Es ist einfach. Ah. So, und zum Ende hin gibt es noch einen kleinen Fun-Fact zu Beastars und zwar, also eher zum Mangaka selbst. Und zwar: Paro Itagaki ist die Tochter von Keisuke Itagaki. Denkst du wahrscheinlich wieder in Deutschland, ja, was interessiert mich das? Ja, Keisuke Itagaki ist der Mangaka hinter Baki. Eine unfassbar lange Manga-Reihe in Japan, die leider Gottes hierzulande auch wiederum kaum einer kennt. Also die meisten werden, wenn überhaupt, den Netflix-Anime kennen. Trotzdem, ich wollte es halt einfach mal erwähnt haben, weil es doch recht cool ist zu wissen, dass die beiden halt Vater und Tochter sind, aber ihre Manga halt so absolut gar nichts miteinander zu tun, auch jetzt vom Zeichenstil. Ich meine, nicht so gut, aber Baki sieht unfassbar hässlich aus, also der Manga. Und das hier sieht halt stellenweise doch wiederum sehr geil aus. Und damit sind wir auch schon beim Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Holt euch den Manga oder habt ihn euch schon geholt, wenn ihr ihn euch schon geholt habt. Wie fandet ihr ihn, wenn ihr ihn euch nicht holt? Warum nicht? Und ja, ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ein Abo kostet nicht zumindest, Leute. Ist nichts kosten, wenn ihr irgendwas bezahlt macht, irgendwas gewaltig falsch. Wenn ihr ansonsten mehr von mir mitkriegen wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen. Ist direkt oben in meinem Kanal im Banner verlinkt. Ja, ich hatte schon das Dank fürs Zusehen erwähnt. Ja, man hat schon viel zu sagen. Also. Tschüss!